So. Blieb halt, verließ grad. Hat eine hohe Meile nö, von geht. Euch, my Lord. Verliere grad nicht, zum Glück. So. Ich muss, ups, Teil verkaufen. Hm. Man kann ja irgendwie nur Obst verkaufen. So, schneller, schneller, schneller. Hier kann ja nichts hin, da kann auch nichts hin. Ist ein bisschen doof. Ein Bogen machen können wir gleich mal machen. Bogenmacher. Wo haben wir den Bogenmacher? Da. Pfeilmacher. Wir benötigen Gold. Oh, wie viel Gold brauchen wir denn noch? Mann. Verkaufen, verkaufen. So, dann haben wir nur noch 8. Ich hoffe, das reicht noch. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Ich weiß. So. Wir benötigen Gold. Ja, wir brauchen immer Gold. So. Warum können wir eigentlich wirklich nur Obst verkaufen? Das ist bescheuert. So. Wir benötigen Gold. Ich weiß. Mann. Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Ist cool auch, was die Leute immer so sagen. Oh, was sagt er so? Eigenartig. Ach ja, mit dem Hexen. Apfelbäume haben ihre Früchte verloren. Was das sagt sie? Ist das Werk von Hexen, my Lord. Wieder mit den Apfelbäumen. Darf man den Gerüchten über Banditen Glauben schenken? Ja, auch kann sein, dass wieder Banditen kommen. Werden sie auch gleich wieder. So. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. 2 Monate Vorrat ist ja jetzt nicht wirklich viel, aber da kommen wieder 4 neue. So. So, dann können wir wieder ein bisschen was verkaufen. Weil es ist ein bisschen riskant, wir spielen jetzt ein bisschen mit dem Feuer, weil wir wirklich schon kaum noch Lebensmittel haben. Aber ich hoffe, das klappt. So. Hinten kommt wieder neues Essen. Wie viel Geld haben wir jetzt? Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Dann brauchen wir noch eine zweite Feiermacherei hin. So. Wir brauchen irgendwo mehr. Wir brauchen noch mehr Obstgärten. Noch mehr Obstgärten. Noch mehr Obstgärten brauchen wir. Viel mehr Obstgärten. So, da passt keiner mehr hin wegen dem Wegweiser. Ist auch ein Wegweiser. Passt auch leider keiner mehr hin. Ist auch ein Wegweiser, von dort können sie auch kommen. Also immer von den Wegweisern können die Banditen so kommen. Hinten ist kein Wegweiser. Okay, aber egal. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Mannschaft. War ja irgendwie klar. So. Wo kommen sie jetzt? Einer von denen oder von hier unten? Von da kommen sie diesmal. Okay. So, brauchen mehr Bogenschützen. Bin zur Stelle. Eure Bin Befehle? Zur Stelle. So, kommt da oben mal bitte. Bogenschützen bereit. Visiere an. Ach, jetzt zerstören sie auch meine teuersten Gebäude. Natürlich fangen sie damit an, meine teuersten Gebäude zu zerstören. So, kommt her. Kann nicht so schwer sein, so. Mein Bogen ist euer. Ziehen sich jetzt zurück, ich hoffe mal. So, da hat man zwei. Ey! Ach, das war. Kann man nicht mehr abreißen. So. So, zack. Da hatten wir eine Dings, eine Fallmacherei. Da brauchen wir halt mal richtig viel Geld, um wieder zu kaufen. Die Leute verlassen die Burg. Ja, leider schon.
Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Das Volk ist sich euer nicht sicher, Sire. So, wir haben leider auch nicht genug Nahrung. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Extra-Rationen einzustellen. Obwohl, das mache ich jetzt einfach mal. Extra-Rationen. Mache ich jetzt einfach mal. So. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Jetzt aber, komm. Über 50, dann geht's wieder. Ja, so. Normale Rationen. So, 50 und jetzt kommen die Leute wieder zur Burg. Sehr schön. Mir liegen alarmierende Berichte vor, dass Wölfe sich im Land befinden. Das so. Volk fürchtet sich, mein Lord. Jetzt müsste gleich der erste wieder Fallmacher werden. Ach nee, erstmal. Wölfe greifen an, my lord! Wir haben eigentlich genug Holz, wir können den mal hinten abreißen. Können wir da weitere Obstfarmen hinbauen? Doch, da. Ich dachte schon, das geht jetzt nicht. So. Die Leute verlassen die Burg. Warum denn jetzt schon wieder? Wolfsangriff, ja. Nicht sicher, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. So. Tot. Wo ist mein Lord eigentlich hin? Egal. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. So. 49 kommt schon. Jetzt 50, jetzt wieder volle Ration und Obst verkaufen. So. Es kommen Leute zur Burg. Ja, hatte ich mitgerechnet. So. Obstgärten. Vielleicht wäre eine Schenke auch wirklich nicht schlecht, um die Moral dann hochzuhalten. Dann brauchen wir mal eine auf Farm, wenn wir Platz haben dafür. Auf Farm sind ja zum Glück nicht so groß. Da. Können wir eine hinsetzen. Oder auch hier brauchen wir zwei. Oder eine. Und zweite wäre mir noch ganz, wär ganz cool. So. Da vielleicht, nein, passt nicht. So, hier irgendwo hier. Passt hier irgendwo noch eine Hopfenfarm hin. Vielleicht. Nein, passt nicht. Schade. Hier vielleicht irgendwo eine Hopfenfarm. Irgendwo. Nein. Hopfenfarmen müssen in Tälern errichtet werden. War mir fast klar, dass er das sagt. So. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Einfach noch einen Kornschleicher gebaut und können wir wieder bald noch eine Schenke bauen. Bauen wir mal eine. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit. So. Bevölkerungsanzahl ist dann immer, wie viel Bier kriegen. Mal gucken, ob das gleich funktioniert. So. Wie viel Geld haben wir jetzt wieder? 119. Wir brauchen 200, um gleich mal eine Schmiede zu bauen. Um ein bisschen Eisen zu kaufen, erstmal. Ja, es ist so teuer, Eisen alles. So. Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Nur noch ein Bogen. Boah, das dauert so lange, bis man Bögen hat und so. Einmal war das ja richtig schlimm, da haben sie mir die Banditen hier das Waffenkammer gemacht, da waren die ganzen Waffen weg. Was meinst du, wie mich das aufgeregt hat, als ich mir die Kampagne gespielt habe? Das war echt nicht schön. Und dann musste ich alles nochmal von vorne machen. Gut, egal soweit. Diesmal wird es nicht passieren, da bin ich mir ziemlich sicher. So. Noch mehr Obst verkaufen. Das war jetzt zu viel, glaube ich. Egal. Muss ja mal ein bisschen Risiko gehen. 219, ein bisschen brauche ich noch. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Einmal noch verkaufen. Zack. So. Und dann werde ich jetzt mal Eisen kaufen. So. Und dann brauche ich noch 200 für. Um Holz. Mir gleich so eine Schmiede kaufen zu können. Keine Nahrung mehr, Sire. Das schaffe ich noch mit der Nahrung. Kommt, das schafft er noch. Kommt immer wieder die nächste Nahrung, ja, komplett der Nachschub. Das geht. So, 8 Nahrungseinheiten in einem Monat, das ist nicht viel. 10 Nahrungseinheiten. So.
Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ach, gut, sind aus, ja, Februar 1356 haben wir gerade. Mhm. Und können wir jetzt mal langsam, glaube ich, eine Schmiede bauen. Na, Vorräte immer noch. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Ja, wir brauchen aber so ein bisschen Vorrat wieder. So. Ach, weißt du, was wir auch brauchen? Sonst kann die Schenke auch nicht aufmachen. Brauereien. Bin auch ein Experte manchmal. So. Manchmal schon irgendwie ein bisschen fail. So wie vorhin, wo ich einfach mal die erste Kampagne die ganze Zeit nicht geschafft habe. Nun gut. Gehört dazu. Das ist, glaube ich, zu viel. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit. Weg damit. Das ist zu viel. So, 2 Bierschenken reicht das mal. Sind die Hopfensachen bei mir fertig? Wahrscheinlich schon. Wir bringen gleich mal den Hopfen und dann kann es auch losgehen. So. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Lebensmittel, noch mehr Lebensmittel brauchen wir jetzt. Ich glaube, ich hätte früher mit Schenken arbeiten sollen. Aber egal, können wir gleich machen. Wenn der Hopfen gleich mal fertig ist. Da kommt schon der Hopfen, der erste. Wo ist die zweite Hopfenfarm eigentlich? Da, ne? Genau. Auch gerade Hopfen, oder? Denke ich mal. So. So. Dann braucht die Braut schon, die nächste Braut auch jetzt gleich. Und dann wird erstmal Bier und dann wird erstmal Bier gleich ausgeschenkt. Eine Botschaft von eurem Informant. Das ist blöd. Wird der Lebensmittel entwendet worden. Hab immer noch keine Schmiede. Wie brauchen wir denn gleich nochmal? 12 Bögen und 8 Schwerter. Ja, mit den Schwertern wird echt knapp. Nun gut, dann müssen wir gleich. Unsere Apfelgärten sind kahl. Och nö, jetzt sind doch nicht die Apfelgärten kahl. Das Hexerei. Das kann doch nicht sein, dass jetzt die Apfelgärten kahl sind. So ausgerechnet den falschen, so richtig im falschen Zeitpunkt jetzt gerade. Nun gut. Müssen wir jetzt auch mitleben? Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Wie haben wir denn? 14 Gold. Aber nicht viel. So. Komm, schneller. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Mehr Nahrung. Viel mehr Nahrung brauchen wir jetzt. So. Die war dann fertig mit dem. Ach, da rollt schon der erste Bier. Der Bierkrug, sag ich mal. So. So. Dann bringt er direkt das Bier und öffnet die Schenke. So, 88% plus 3, das ist sehr schön. Weißt du was, dann haben wir jetzt plus 3. Dann können wir jetzt mal hier halbe Ration machen. Ohne dass was passiert. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. So. Machen wir jetzt einfach mal halbe Ration. So, da kommt weiteres Obst. Was wir immer brauchen, und dann noch 5 Stück hintereinander. 6, so. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Also 6 Monate. 31, dann können wir ein bisschen was verkaufen. Bis auf 10 verkaufen wir das mal. So, 94 haben wir jetzt. Brauchen wir einfach jetzt mal eine zweite Schenke, weil wir was können. So. Wir haben genug Bier dafür. Es wird ja immer gebraut. Schön. So. Und Holz ist wirklich viel zu viel hier. So. Und Bögen haben wir jetzt auch schon 6. Wie brauchen wir denn? 12. Okay. Ein bisschen brauchen wir noch. Gucken, ob wir das schaffen mit dem Schmiede. So, Schmiede. 120 mal wieder. So.
So,